Willkommen zu einer ganz neuen Folge The Forest. Und zwar bei mir die 50. Folge und bei Sven die 52. Folge. Ja, wir begrüßen unseren Ostwind, den Hallo. Tachchen. Und natürlich unseren Victim of Games, der Hani, also ich. Guten Tag. Moin. So, es ist ein neues Update erschienen. Und zwar haben wir jetzt Update Nummer V.032. Nee, es kommt erst. Also 3.1b haben wir jetzt noch. Nee, bei mir stand schon 032 da. Echt? Bei mir stand noch 031b oben links und unten rechts in einen Tag und noch was, die 32. Okay, gut, dann habe ich mich vielleicht verlesen. Ja, das kommt davon, wenn man trinkt. Prost. Oh, Alter, der Wind. Boah. So, na gut. Was war unser Plan? Mal kurz rüber gucken, würde ich mal sagen. Ich will lieber gar nicht rüber gucken, nicht, dass da irgendjemand gewütet hat. Ob wieder vielleicht Klaus Bärbel wieder Wände eingerissen hat. Ja. So, und wie man sieht, mein neuer Greenscreen ist da. Hast du den schon hängen? Ja. Okay. Boah, Alter, das pfeift aber wie Wolle. Also ist jetzt noch nicht ganz optimal eingestellt, aber morgen kommt dann die neue Studiolampe und dann... Dann geht's hier aber holla, die Waldfee. So, okay, da unten ist eine Dingsbums gerade ausgelöst worden. Eine Falle habe ich gehört. Echt? Ja, da unten hängt schon wieder. Und da unten sind schon wieder zwei graue. Oh, sehe ich von hier oben. Ja, krass. Oh, der Gurken. Dann gleich mal weiterlaufen. Einen kleinen dreckigen Bastard. Oh, die Geräusche. Das geht mir schon wieder voll auf den Zünder. Ach du Scheiße. Was? Nichts. Alles in Ordnung. Was? Wo ging die Falle jetzt zu? Hier unten? Auch ein Grauer reingelaufen. So, okay. Alter, hatten wir echt schon so viel zu von der Mauer? Ja. Krass. Wir wären schon lange noch fertig gewesen, wenn es nicht wieder welche eingerissen hätten. Ja. Ich mach mir erstmal schnell eine Feueraxt. Ich hau dir gleich mal unten aus der Falle raus, den blöden Sack hier. Und aktivier die gleich mal wieder. Boah, hoffentlich. Oh, das war ja ein Hase. Ich wollte eigentlich einen Lorsch erledigen. Boah, jetzt hat's aber gurgelt, du. Halt die Esse fest. Bei mir auch. Ja, was ist denn jetzt eigentlich unser Ziel? Erstmal die Mauer zumachen? Ja, die Mauer zumachen und dann sollten wir uns noch ums Haus kümmern. Ach ja, da war ja noch was. Wir hatten da ja was hingestellt. Ich hänge aber erstmal schnell Essen auf hier. Ach, man kann die Fahnen und die Häuser im Übrigen ausmachen, ne? Ach so, okay. Ja, also falls das irgendwie mal stören sollte... Kann man Einstellungen ausschalten. Okay, cool. Oh, jetzt hab ich ein... Naja, egal. Hier liegt auch noch ein Lorsch rum. Hängen wir auch noch mit drauf. Ja, du hast noch ein Bullkraut fressen hier, ey. Der immer gerammelt seine Puste schon wieder aus. Furchtbar, ne? Deswegen saß ich vorhin kurz drüben auf der Bank. Da hinten kommt schon wieder einer. Ah, nee, oder? Einer, Viere! Ach, halte Fresse. Erstmal rein. Ich muss mir erstmal Feuer machen. So, Rüstung sind wir eigentlich ziemlich gut dabei hier. Rüstung bin ich voll. Hier lag eine Alkoholflasche, wohl hab ich nicht gesehen hier. Das muss ich erstmal hier. Da hier gleich Feueraxt machen. So, Fallen sind alle aktiv. Rechte Hand kommen sie. Wenn sie noch da sind. Bis jetzt sehe ich noch nichts, aber die kommen ja manchmal ganz schön schnell angerannt. Oh, ja. Ich trottel. Oh, ich stell auf. Ich hab sie irgendwo gesehen. Okay. Gut. Dann soll es mir recht sein, wenn sie nicht da sind. Ja.
Okay, dann holen wir mal das Holz, was hier noch so rumliegt. Dann klatschen wir die Mauer hier mal fix noch zu. So. Ups, ich habe aus Versehen schon wieder Lorsch getötet, der am Baum war. Aus Versehen. Ja, du lachst jetzt auf einmal eh. Ich so, hä, wieso ist denn hier schon der eh? Oh! Das war knapp. Ach, ich habe jetzt Bären gefressen, hä? Hoffentlich nicht die falschen. Ja, doch. Hab grad gekotzt. So, wir müssen aber echt langsam mal wieder in die Höhlen. Wir müssen echt mal wieder langsam ein bisschen Spannung hier reinbringen können. Ja, ich würde dann gerne in die eine Höhle in dem Dorf. In den großen Dorf, da ist doch so ein Höhleneingang. War das so inne? Ja. Okay. Ja, dann machen wir das dann. Bilderbogen. Da könnte es nämlich eventuell den Taucheranzug geben. Ja, schlecht wär's mal nicht, dass wir mal was Neues finden hier. Oh, was ist denn schon wieder aus der Puste, Alter? Geh mal Sport machen, ey. Ich sehe gerade, dass ich noch nicht richtig ausgekeyt bin, aber naja, gut. Fürs erste Mal mit Greenscreen. Drauf geschissen war. War? Oh, ein Lorsch. Alter, wie viele Lorsche hier rumlaufen, das ist echt Ja. krass. Ja, vor allen Dingen meine Leiste ist längst drüben komplett zu. So. Ich bin ja gespannt, was das wird mit dem selbstgebauten Haus. Also ich sehe das noch nicht so suboptimal. Oh, das Pfeil. Ich glaube, ich habe schon wieder irgendwas gehört. Hast du was gehört? Nee, ja. Nee, bis jetzt nicht. Ich wollte das Zeug noch aufhängen. Ich gerade hier die ganzen Lorche hängen. Mehr Lorche als sonst noch was. Ich suche mal dieses C. Was ist das C? Das ist immer das jetzt. Ja, das ist schwer zu erkennen. Oh, ich glaube, ich nehme gleich mal so ein Energy-Kraut. Ja, das ist immer ganz gut. Boah. Voll erschrocken erstmal. So, Energy hier. Red Bull Kraut. Ja, dein Red Bull Kraut. So, machen wir gleich noch ein bisschen Medizin hier. So. Wie viel brauchst du hinten noch? Hier an der Mauer eigentlich nicht mehr so viel. Na, hallo? Hier. So. Ah ja, reicht nicht mehr. Gut. Ich baue schon mal drüben ein bisschen was hin, gerade. Ja. Oh, wird schon wieder dunkel. Aber wir können ja Gott sei Dank jetzt schlafen gehen. Ja, das stimmt. Ist schön, wenn man Holz vor der Hütte hat. Also, vor dem Lager, ja. Ach so, okay. Das andere auch. Ja, wenn man selber Holz vor den Händen hat, das ist ein bisschen komisch. Ja, ich meine als Frau so. Ich habe doch gerade irgendwas dort hinten rennen, oder war das ein Vogel? Egal. Vogel, der Garant ist. Ja. So, nehmen wir hier schnell noch zwei mit und dann gehen wir wahrscheinlich erstmal pennen, würde ich sagen, oder? Warte mal. Na, wir können noch ein bisschen was holen. Noch geht's. Noch mal raus kann ich auf jeden Fall. Naja, ich bin schon wieder außer Puste, dann warte ich halt einfach hier auf dich. Warte, da. Schalalala. Da.
So. Okay. Ach hier, das Shelter, genau. Oh, hast du noch drei Stickies? Oh, ich will es hoffen. Ach nee, warte mal, hier steht auch noch zur Not was. Hast du noch zwei? Ja, hab ich. Gott sei Dank. So. Ah, toll. Ist noch nicht dunkel genug, oder was? Naja, wir können doch nicht nehmen. Warte mal, hau ich mir noch schnell Red Bull gerade ein. Und geh noch mal schnell zwei holen. Haben wir hier oben eigentlich ein Wasser drin? Nee. Gut, dann essen wir. Ach nee, essen tun wir erst, wenn wir gepennt haben. Komm, ich brauche noch zwei Hölzer. Das ist Holz. Nein, nicht essen. Aber ich muss mal das Licht anmachen. Risiko, immer raus. So, naja, haben wir halt noch was geholt. So, frei. Die eine Seite ist schon mal fertig hier. Brauche ich mich noch mal raus? Ach komm. Doch nicht? Nee, da war nur ein Hase. Ach so. Ja, Schlafzeiten geht immer noch nicht. Ja, da müssen wir noch arbeiten. Hilft alles nichts. Jo. Solange hier nicht Klaus Bärbel kommt, ist mir alles egal. Ja, aber jetzt wird bestimmt kein Holz mehr liegen. Also müssen wir was umhauen hier. Und das ist immer blöd, wenn es dann hinter dir macht. Holz liegen. Hier drüben ist noch nicht alles weg, oder? Hier, bei mir liegt noch was. Komm mal, bei mir hier rüber, hier liegt drüben, liegt das so viel. Warte mal, war ich das jetzt mit dem Geräusch? Ja. Komm mal zu mir, hier liegt noch ein Haufen. Bei mir vorne. Ja, lass mal vorgehen, bin eh voll. Boah, ich seh... Also dadurch, dass das hier so dicht bewachsen ist... Ja... Die Frage ist ja, wenn das Haus dann hier drüben fertig gebaut ist, ne? Also hier ist ja eigentlich dann kein Haussymbol. Ob das auch zum Speichern dient dann, weißt du wie? Gute Frage. Oh, ich schau schon welche. Ah ja, dann bleibe ich lieber mal hier. Ich guck mal, ob wir pennen können. Ja, wir könnten pennen. Ach du Arschloch, du warst genau vor der Tür, du hast von der Macke oder was? Sonst gehst du ein bisschen knusper. Haha. Haha. Ha. Bist du schon pennen oder was? Naja, ich wäre hier, aber ich hab gerade geguckt, ob hier irgendwo einer reinspackt. Ja, dann pennen wir. 1, 2, 3. So, hoffentlich geht's. Jetzt stehen sie alle hier drin. Geht. Ja, und das wär's. Was ist hier draußen aus? Ach, Scheiße, ich muss ja essen. Ach, Mann. Ach ja. Eat. Hallo? Trinking muss schon. So, trinken. Okay. Ja, hier ist ja noch immer noch nichts drin. Dann. Ich hab gerade ja. Holz. Ah, hier drücken wir ja noch Holz. Genau. Zack, zack. Oh, was? Hier war schon wieder kaputt geschlagen. Ja, Dings, das haben wir ja erstmal genug. Das war sehr schön. Ja. Hart. Hier auch was kaputt? Ne, war nur... Uah! Alter! Scheiße! Was denn? Die Bastarde, die kam... Ich hab die Tür repariert und dann kam die angerannt. Bleib... Warte, ich mach sie kalt. Hier ist noch irgendwo einer. Wo sind der? Der war ja nicht alleine, der Typ. Der ist bestimmt ab durch die Hecke. Ah ne, das waren zwei bei dir. Der eine ist hier links verbrannt. Hier. Hier liegt einer und hier drüben liegt einer. Hier. Ach so, okay. Ja, hast du erwischt gehabt schon. Ja. Naja, dann können wir das Feuerzeug ausmachen und ein Lorsch mitnehmen, weil jetzt haben die Spacken haben jetzt natürlich unsere Rüstung wieder ganz schön gezogen. Ah, die ziehen übelst viel Rüstung, finde ich. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, das...
So, lieber wieder Feueraxt machen. Sicher, sicher. Oh. Was war denn das? Ich hatte aus Versehen das Mikro angemacht. Ach so, okay. Ah, jetzt sind wir ja schon fast bei dem Dorf da hinten. Das ist ja da, wo wir in die... Ja, ja. Hey. Das ist dann wohl... Achso, wir haben ja dann noch kein Dach auf dem Haus. Das wollte ich eigentlich erst noch fertig machen, bevor wir in die Höhle abzwischen. Ja, ja. Schau hier mal noch ein paar Bäumchen um. So, okay. Was soll das denn da auch so fast fertig haben? Da hinten stehen welche im Dorf. 1, 2, 3. 3 Stück stehen dort. Okay. Da hinten rennen noch mehr. Oh, ein Kannibale auch noch. Bin ich verpissen, ey. Ja, da ist einiges los. Bestimmt wieder Dorfversammlung, Besprechung. Ja, ja. Nachbarschaftswache oder so. Die scheiß Ossis, wenn die rüberkommen, ey. Irgendwie sieht der Zaun hier drüben so aus, als ob da... Also so übelste Lücken, da kannst du voll durchklutzen. Ja, das ist es, weil ja kein Bauschirm drin ist. Ja, das stimmt allerdings. Okay, jetzt sind wir auch fertig. Okay. Drüben waren immer noch zwei. Da liegt noch eins. Ich habe da noch eins gesehen hier. Da. Aber was cool wäre, echt so Tore, wo du mit Loxlets extra durchfahren kannst. Also extra Loxlet-Tore oder so. So ist viel größere, ja, ja. Das wäre voll mal die Idee. Okay, das haben wir. Oh, das ist ja immer aus der Puste. Ach ja, meine auch schon wieder. Sowas von schlimm. Vor allem immer genau dann, wenn irgendeiner hinter dir oder neben dir steht. Ja, was so ein bisschen doof ist, warum die da nicht noch anders Material genommen haben, als statt Holz eben halt, dass du Lehm machen kannst, auch welche Ziegel herstellen könntest und so. Das wäre geil, so mit einem Ofen schön angeschiert und schöne Lehmziegel machen. Das wäre eigentlich so eine geniale Idee, um da irgendwas noch zu bauen und zu fertigen. Naja, es ist ja noch lange, lange nicht fertig. Oh, wir könnten immer nur hoffen. Aber wäre schon cool. So Räucherofen oder sowas. Ne. So, haben wir bald den ganzen Wald hier weggerotzt bis zum Dorf. Was wollt ihr euer Dorf hier hin? Ja, sind die blöd oder was? Die können doch nicht ihr Dorf hier neben uns errichten. So, also hier brauchen wir noch 3 Stück und hier noch ein. Also 4 mal. Also noch 2 mal gehen. Und dann ist hier drüben dicht. Genau, dicht. Und wenn wir die Expedition beendet haben in Höhlen, sollte man dann die Barrikaden noch aufstellen. Die, ja. Also die brauchen wir unbedingt. Da kommen wir nicht drum rum. Das schon wieder. Sag bitte keine Schreie. Nee, aber bei mir hat es jetzt an den Ding übelst gescherpelt, wo ich jetzt gegen den. Hab ich den Vogel erwischt? Oh, da ist mir Vogel voll zwischen die Axt geflogen. Cool. Das hat jetzt einen Schlag gegeben. So, zwischendurch mal wieder Essen aufhängen. Alter, was ist das? Echt eine brachial, wie viel Loge. Also, hier hängt ja wirklich alles nur voller Loge. So viel Loge. Ich denke immer, ich höre hier irgendwas. So. Ich kenne das ja noch. Das letzte Mal, wo das eine Mal war hier, das... Dann drehe ich mich um und kriege einen Baum auf den Kopf. Alter, das war so doof. Ja, guckt euch den Scheiß nur an, ich rot hier euren ganzen Wald weg hier. Dreckigen Säcke. Habt ihr davon?
Oh, ich wieder außer Puste. Mann! Wenn mir hier mein Kevin klaut oder Smith oder wen auch immer hier heißt. Das ist mal wie mein eigener Sohn hier in dem Spiel hier. Timmy! Oh, wegholzen, ja. Ja, nur die Toten nicht. Also die Getrockneten, die Nadellosen, die sind. Larschkart, keine Ahnung, was die für eine Bedeutung haben. Boah, die Tür von Rüssel gekriegt. Immer aus der Puste, das gibt's doch nicht. Ja, so viel trinken und Zeug kannst du gar nicht nehmen, wie der aus der Puste. Das ist echt krass. Das ist echt die übelste Backpfeife, die sie uns hier gegeben haben. Liegen hier ein Haufen Alkoholflaschen vor der Hütte. Ja, ich denke mal, das wird so ein Spawnpunkt sein. Das wäre ja übelst geil. Und ich würde die ganze Zeit hier meine Dinger bauen, meine Mollys. Also ich sehe hier keine. Ja, immer hier vorne. Geld! Meinst. Geld liegt hier. Ach hier, Flaschen, Tatsache. Und Lorsch. Hey, Lorschi. Was hab ich denn hier im Inventar? Was ist denn das? Rapid Fuhr. Scheiße, was ist denn das? Rapid Fuhr ist bestimmt scheiße, oder? Nee, das sieht irgendwie so fellähnlich aus. Okay. Gut, dann guck mal, ob du das Dach drauf kriegst. Ja, bin ich ja gespannt. Noch nie gemacht. Ich hol dann in der Zeit das andere Holz noch. Also außenrum ist alles fertig. Alter, jetzt geht da nicht rein. Wir gehen da rein. Ich komm nicht mehr rein. Wenn ich leg's Holz davor außen ab. Na, aber ich war ja schon mit Holz drinne. Ich komme nicht mehr in die Hütte rein. Ach so. Oh, aber da muss ich mich richtig durchschlängeln, Alter. Was bei mir geht's. Fehlt noch Holz, oder? Zwei fehlen, glaube ich, noch. Oh, überall die Hummeln, alles hier. So, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Ach so. Das ist ja scheiße. Was? Nee, warte mal, das muss ich noch mal. Hä? Aufgeschwartet. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Möchte gerne eine Raid halten. Das kann man auch nicht rotaten, hä? Rotaten? Die Leichen, die stinken schon, da fliegen schon wieder die Fliegen drum rum. Der Sven noch da? Der sagt ja gar nichts. Ja, ich weiß gerade nicht, wie das gemeint ist hier. Achso. Ich verstehe es nicht.
Also ich wollte dann sagen, bevor wir in die Höhle gehen, gell, nachher. Gehen wir doch mal rüber auf hier. Also wir gehen ja eh ins Dorf, dann nehmen wir uns noch mal einen Haufen Dosen mit. Ja. Dass wir da auch ausgesorgt sind, dass wir auch genug Getränke haben und so ein Scheiß. Weil dann wäre ich jetzt noch schnell noch mal Molotow-Cocktails schon mal herstellen. Und vorbereiten hier. Ist jetzt saublöd, weil unsere Hütte schräg steht. Okay. Das ist richtig behindert, möchte ich bald sagen. Kann man denn irgendwie noch anders ein Dach drauf machen? Nee. Zumal ich absolut nicht weiß, was mit dem Dreieck hier oben drüber gemeint ist. So, okay, das haben wir auch gemacht, das haben wir auch. Was haben wir dann noch? Saat noch? 35, leer. Ah, Dynamit haben wir auch noch 4 einstecken, sehr schön. Okay, haben wir noch mal eine Runde Holz. Holz. Ja, wenn ich mach mal einfach oben das gerade zu und fertig ist. Wisst ihr? Naja, das ist es ja das, was ich gerade mache, aber das. Funktioniert nicht. Nö. Okay. Wow. Alter, jetzt setz doch mal an hier, ey. Dann haben wir das auch. Vor allem das Blöde, ich kann es aber auch nicht abschließen, dass ich hier sage, eh und fertig. Alter, wieso ist denn das jetzt weg? Ich kapiere es nicht. Wieso liegen hier Alkoholflaschen? Das finde ich so geil. Eidechse! Wow. Bedankt. Also, sorry, das verstehe, wer will. Ich weiß überhaupt nicht, wie das gemeint ist. Uff, Rapid Fuhr, was ist eine Rapid Fuhr? Das ist Rapid Fuhr, ein Scheiße oder so, was ist denn das? Beste Scheiße, keine Ahnung. So was Neues jetzt haben wir. Alter, ich krieg's nicht hin. Probier du mal, ob du Glück hast. Ich muss erstmal was essen. Ich mir einen ganzen Magen jetzt hier leer gemacht mit dem scheiß geplant. Oh, das war. Was hast du es probiert? Na, mit dem richtigen Dach. Also mit Custom Roof. Ach, hier unten. Click to place. Ach so, okay. Und da hast du jetzt so einen weißen Punkt, den musst du ansetzen. Ja.
So. Was ist denn jetzt hier? Party. Und verstehst du irgendwas? Nope, oder? Also ich hab's von innen probiert. Hä? Vor allem, das setzt an irgendeinem Punkt an. Ja, das ist ja das Bekloppte. Vor allem irgendwo, weißt du? Also ich konnte ja immer an der Ecke ansetzen. Oh, so. Und dann zieht's das ja so komisch rüber. Also ich habe einmal da angesetzt in der Ecke und einmal hier drüben an der Ecke. Und dann, wenn du rüber gehst, zieht's ja das Dach rüber. Aber ich konnte das nie so weit machen, dass ich sage, mit E bestätigen, okay, das können wir bauen. Weißt du? Ist das wirklich, weil das Dach... Nee, weil das Haus so schräg steht. Ich glaub's ja bald nicht. Naja, wir müssen sowieso einen Cut machen. Wir sind bei einer halben Stunde. Moment, ich will noch alles kurz nochmal hier austesten. Ja. Oh, Alter, bis ich hier in die Hütte reinkomme. Das ist bestimmt, weil die Tür, weil die Plattform hier ist. Die Tür hängt ja auch super drin. Da kann man überhaupt nicht reingucken. Und hier stellen wir mal... Ich raff das auch nicht. Ja, sau blöd, ne? Ja, egal. Wir machen auf jeden Fall für die Folge erstmal einen Cut. Wir haben erstmal soweit den ganzen Mist hier fertig gekriegt. Wir gehen dann in der nächsten Folge auf jeden Fall in das Dorf rüber, um noch ein bisschen Ressourcen zu holen. Und dann ging es in die Black Hall wieder. Yeah, man, yeah. Also, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge wieder. Der Ostwind ist wie immer mit dabei und ich, Victim of Games, auf jeden Fall auch. Wir sind auf jeden Fall zwei Leute, die immer an Bord sein. An Bord sind. Es werden definitiv irgendwann noch Leute mit dazu stoßen, sodass wir mehr was sind. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Nacht oder Morgen oder was auch immer. Ciao, Leute. Ciao.